Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Autsch. Entschuldigt, ich bin immer noch beim Dreh. Mama, von der Skala von 1 bis 10, wie eklig wäre es, wenn ich jetzt die Wunde mal zeige? Sehr eklig. Okay. Also, ich habe sie gerade ein bisschen offen, weil meine Mama immer sagt, ich soll Ah, da. nee, komm, hör auf. Nein, ich zeig's nicht. Ich erklär Das bloß. ist genauso schlimm für Leute, wo mit Worte reagieren. Sie sagt auf jeden Fall, ich soll es manchmal lüften und deswegen ist da gerade Luft dran. Also, deswegen habe ich gerade überlegt. Entschuldigt. Gut. Nur die Kurzerklärung. Auf jeden Fall, ihr wisst, ich liebe, respektiere und ehre meine Eltern. Die Bibel, bibeltechnisch, ich hab's voll drauf. Ehre deine Eltern, das kriege ich voll leicht hin. Aber ich bin meinen Eltern auch wirklich easy breezy. Hab dich lieb, Mami. Auf jeden Fall ist es dann tendenziell so, dass ich bei uns in der Familie die technikaffine bin. Oder die, die eben sich mit Technik gut auskennt. Ich liebe Technik, ich mag sie unglaublich gerne und ich neige dazu, auch sehr viel davon zu haben. Auf jeden Fall ist es dann so, dass meine Eltern, wenn Probleme bei ihrer Elektronik auftauchen, tendenziell auch gerne zu mir kommen. Aber nicht nur meine Eltern, auch meine Zweiteltern und teilweise auch Das war quasi nicht. meine Großeltern. Auf jeden Fall war es jetzt dann so, dass ich vor kurzem mal überlegt habe, dass ich oft zu hören bekommen habe von der Verwandtschaft in meinem Umfeld, bei dir geht ja so viel Elektronik kaputt. Weil ihr kennt ja die Geschichten, die ich euch so erzähle. Mein Mac, mein iPod, mein Kopfhörer, mein Mac, mein iPod, mein Handy, mein Handy 2. Ja, egal, ihr wisst ja. Es ist bei mir auch schon es geht bei mir auch hin und wieder was kaputt. Und dann bin ich mal so vor ein paar Tagen wachgelegen und habe mal so überlegt, eigentlich schon interessant. Meine Verwandtschaft sagt mir immer, dass bei mir so viel kaputt geht. Aber wenn ich mal überlegen würde, wie oft ich ihre Elektronik rette, davor kaputt zu gehen, muss man mal sagen, sie hätten mindestens dreimal so oft kaputte Elektronik wie ich, wenn ich ihnen nicht den Support leisten würde. Kann man das so formulieren oder klingt das eitel? Geht schon. Gut, geht's. Mutti sagt, geht schon. Also ich zieh's durch. Also auf jeden Fall so die Top-Geschichten, die gerade bei uns in der Familie waren. Mein Vater hat's hinbekommen und hat vor kurzem, haben wir uns entschieden, dass wir unseren Antivirenschutz teilen, weil ich brauche den nicht so ganz und ich hab mehr Lizenzen gekauft, als ich gebraucht habe und er hat eine Lizenz gebraucht, aber hat keine Lust gehabt, einen zu kaufen. Ergo haben wir gesagt, wir teilen. Weil teilen ist immer schöner. Ist so das Motto hinter diesem Motto. Außerdem hat er mir dafür einen anderen Antivirenschutz gekauft, den ich wieder brauchte. Und schon ist die Großzügigkeit wieder verschwunden. Ja, auf jeden Fall hat er dann danach immer Nachrichten bekommen, dass er ein holländisches Netzwerk hätte. Und dann hab ich mir gedacht, okay, das ist komisch. Dann hat er gesagt, ob ich mal da drauf gucken könnte. Dann bin ich hingegangen, habe zu ihm geguckt und habe sein Netzwerk angeguckt. Dann habe ich so festgestellt, nee, ist kein holländisches Netzwerk, ist einfach nur unser Router. Der hat einen komischen Namen und der klang holländisch. Und mein Papi ist dann davon ausgegangen, der kommt aus das ein holländisches Netzwerk und was macht das auf seinem PC? Und dann haben wir das besprochen und dann war auch wieder alles soweit so gut. Dann meine Mom, die hat mich vor 2 Tagen darum gebeten, mal zu gucken, weil bei ihr, ja, weil sie wollte wissen, wie man eine neue Internetseite zu den Favoriten hinzufügt. Dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich ihr dabei aber auch noch was Neues beigebracht. Und dann habe ich ihr noch am Abend durch Zufall, weil es mir eingefallen ist, weil das ist ein Tipp, den ich euch auch weitergeben kann, wenn ihr eine externe Festplatte habt, dann ist es oft so, dass man die an PC anschließt und nicht auswirft, weil das ist, die wenigsten drücken auf diese Auswurftaste. Ich auch nicht, ganz ehrlich, ich auch nicht. Und ja, wer da ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich bin's da nicht.
Also von mir müsst ihr keinen Stein befürchten. Ja, aber es gibt einen Tipp, den ich für jeden habe, der die Lebensdauer einer Festplatte extrem verlängern kann. Nämlich, wenn ihr die Festplatte dann ausgestöpselt habt, lasst sie noch ein paar Minuten stehen. Also im Sinne, also eine Tasse Kaffee zubereiten kann, also es reicht Pulverkaffee, kann reichen und das macht einen riesen Unterschied, weil die Festplatten im Inneren noch nachrödeln. Und wenn ihr dann sie direkt hochnehmt, kann es zu Kratzern und Irritationen führen. Das ist gerade so Tipp für, hey, Grito, ich gebe noch was mit heute. Ja, meine Großeltern, denen ist Telefon kaputt gegangen und da haben dann meine Mom und ich zusammen ihnen ein neues Telefon eingerichtet. Also ich habe es hier unten flott gemacht, soweit, dass es aufgeladen war und alles. Und Mom hat es dann bei ihnen installiert. Ist so toll, meine Mom ist irgendwie total so, ja, sie ist mein Watson. Nett gemeint. Ich bin ihr Sherlock in Elektroniksachen und sie ist mein Watson. Sie hilft mir beim Denken, egal bei was. Sie ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich könnte genauso wenig ohne sie wie Sherlock Holmes ohne den Watson hätte gekonnt. Sie ist der Anker meines Lebens. Yes, sir. Ich hab dich halt voll gern. Und heute ist Valentinstag und ich bin heute aufgewacht und habe irgendwie mal wieder, bin mir bewusst geworden, wie schön ist, dass du da bist. Ja, also. Ja, und das sind dann so die typischen Probleme, die meine Eltern und Großeltern haben, weil meine Großeltern haben ja keinen Computer, also das ist zum Glück keine Computerprobleme, sondern nur so Telefongeschichten. Und meine Oma fragt immer mal wieder, sollten wir uns einen Computer zulegen? Und alles in mir schreit dann immer nur so, nein. Und dann wieder habe ich so Tage, wo ich mir denke, wenn ich nicht reden kann, wäre es schön, wenn ich sie über Skype anrufen könnte und sie dann sehen würde. Ja, zum Glück kann ich nicht so oft nicht reden. Ja, und dann habe ich ja meine Zweiteltern. Und die, ja, ganz ehrlich, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, meine elektronischen Geräte bibbern und schreien immer, wenn sie dahin sollen, weil sie haben Angst, dass sie es nicht überleben. Ich weiß echt nicht. Also, es ist oft, also wirklich. Jetzt mal übertrieben formuliert, ist es wirklich so, dass ich so mindestens ein, zwei Mal im Monat bei denen bin und bei ihnen irgendwas nicht funktioniert, was hakt, was irgendwie total schräg ist. Also meinem Zweitvater, falls übrigens jemand einen Tipp weiß, dem sind E-Mails vom ganzen, die ganzen E-Mails vom Jahr 2019 verschwunden von seinem Computer und seine erste Theorie war, ich bin gehackt worden. Meine Gegentheorie, du hast einen Mac, du kannst nicht gehackt werden, also. Hat das Betriebssystem geändert? Weil bei Windows 10 passiert das gerade. Nee, kein Betriebssystemänderung. Meine Mutter hat gerade erklärt, dass es bei Windows 10 oft passiert, weil bei der Betriebssystemänderung. Aber nee, ist wirklich, er hat Mac. Er hat einfach nur Mac OS Ach, und das ist iOS. ja. Nee, OS. OS. iOS ist nur das Mobile. Jetzt gibt es auch noch Pet OS, aber das ist eine andere Geschichte. Und es gibt noch WatchOS. Ja, ist okay. In solchen Momenten wünsche ich mir einfach mal ein bisschen weniger nerdy zu sein. Ja, also auf jeden Fall, ihm sind die E-Mails verschwunden, komplett. Und das Problem an der Geschichte ist, er hat nie ein Backup auf dem Server gemacht. Jetzt sind sie weg. Meine Theorie ist, weil er da was umstellen lassen hat, dass die auf dem Server gespeichert waren, dass er über 2 GB Speicher verbraucht hat, weil 2 GB hat er frei und dass dann der Server sich automatisch gelöscht hat oder dass der Server so eingestellt ist, dass er die E-Mails nach 365 Tagen löscht. Wer weiß. Auf jeden Fall, es ist ein Phänomen, weil solche Sachen passieren jetzt wirklich nicht alltäglich. Dann das andere Problem, meine zweite Mom hat sich das Problem angelacht. Sie hat ihren Amazon-Account irgendwie geschrottet. Also es ist wirklich so, wir haben dann beim Support heute angerufen und haben so Schritt für Schritt haben die eine Anleitung auch bekommen. Aber selbst die vom Support hat gesagt, in ihrem ganzen Leben, in dem sie Support macht, das sind schon 15 Jahren, hätte sie noch nie von jemandem gehört, der das hinkriegt. Und
Und ich habe mir nur so gedacht, Mann, jetzt weiß ich, wie es mir jedes Mal geht. Ich habe auch oft so Situationen, wo ich mir denke, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mitbekommen, dass es irgendjemand anders so hinbekommen hat. Und ja, es ist immer so, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit verbringt man an einem Gerät, was für ein Gerät nimmt man und vor allem, wie oft hat man den Support. Weil ich meine, bei den einen bin ich einmal pro Woche, bei den anderen bin ich jeden Tag und die müssen mein ständiges, tendenziell leicht nerdiges Gelaber jeden Tag ertragen und lernen davon auch schon Sachen. Also meine Mom ist computertechnisch fitter als die meisten in ihrem Alter. Was? Ist doch so? Wenn ich dir sage, schließ die externe Festplatte ans Laufwerk, weißt du, was ich meine? Stimmt. Ja. Jetzt werden wahrscheinlich viele, bei dem einen oder anderen würde jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf erscheinen. Okay. Wenn ich dir sage, kannst du mir eine Micro-SD-Karte reichen, was würdest du sagen? Ja. Ja, weil du weißt, was es ist. Wenn ich dir sage, meine PlayStation hat kaum noch RAM. Genau, siehst du, das ist das Ding. Es ist halt dadurch, dass ich mit meinen Eltern viel rede. Und wenn ich Probleme habe, dann tausche ich mich mit ihnen aus. Und vor allem mein Vater hat schon immer mit Computern gearbeitet oder besser gesagt auch mit Macs. Und dadurch ist es oft so, dass wenn ich Probleme habe, dass ich dann meinen Eltern, dass ich ihnen das wortwörtlich stundenlange wiederkäue. Und wenn ich dann irgendwann auf eine Lösung komme, dann kriegen sie die Lösung auch mit. Und dadurch lernen sie auch mehr als die meisten Leute, die einfach keine Kinder haben, die sich ständig mit Elektronik beschäftigen. Nee. Und ja, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, dass es da wirklich so der Punkt ist, wo ich, ja, meine Eltern wissen auch, wenn ich irgendwann an einem Punkt ankomme, wo ich nicht weiter weiß, dass es dann wirklich Probleme sind, diese nicht irgendwie so, ich habe vergessen, meinen Browserverlauf zu löschen, sondern das sind dann eher so Probleme, ich habe vergessen, dass ich gerade, dass vielleicht alles in die Luft fliegen könnte. Und das ist das Schöne, wenn meine Eltern wissen, dass es, wenn ich nicht weiter weiß, wirklich große Probleme sind, unterstützen sie mich, wenn es dann so ist, in Support-Sachen und so weiter, wirklich intensiv. Und meine Mom kann zum Beispiel dann auch viel besser mir helfen, weil sie weiß, dass es nicht irgendwie nur so dahergeschwatzt ist. Dass es nicht nur so eine Geschichte ist nach dem Motto, ich habe vergessen, den iPod aufzuladen und deswegen geht er nicht mehr an. Sondern wenn ich sage, der geht nicht mehr an, dann ist da wirklich ein Problem dahinter. Und das ist sowas, wo ich sagen muss, durch unser vieles und langes Zusammenleben ist das was ich sehr zu schätzen weiß, wo ich auch sehr froh bin, dass sie mir zwar nie einen elektronischen Support leisten können, aber dass, wenn ich Hilfe brauche, dass meine Eltern Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dafür zu sorgen, dass ich die Hilfe bekomme, die ich brauche. Wunderschön. Ja, schon. Komm zum Ende. Entschuldigt, ich werde jetzt mit meiner Mutter mir noch ein paar Chili Cheese Nuggets reinziehen. Die werden uns wahrscheinlich den Gaumen verbrennen, dass alles zu spät ist. Aber das Schöne ist, es gibt doch nichts Schöneres als einen schönen Schmatz, wenn man sich so richtig vom liebsten Schatz, wenn man sich den Gaumen verbrannt hat. Also dann, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Entschuldigt, dass ich nicht die zweite Hand zur Verfügung habe, aber tut weh. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Ich habe euch lieb. Bis bald und tschüss.